Ätzend. Scheiße, wenn die Mutter einfach ins Zimmer kommt, ne? Ja, nervig. Deswegen wohne ich nicht zu Hause. Ja, das ist echt gut. Ich wohne auch nicht zu Hause. Ich habe schon lange meine eigene Wohnung. Bin ja mit 14 schon weg. Das heißt also, jetzt seit 12 Jahren schon wohne ich alleine. Mit 14 eine eigene Wohnung? Jep. Warum? So früh? Weil mir meine Mutter auf den Sack gegangen ist die ganze Zeit, deshalb. Aber wie kriegt man denn mit 14 eine eigene Wohnung? Ja, das wüsste ich auch gerne. Wenn man da schon eine Ausbildung hat? Lol, mit 14. Ne, ich war 15. Und okay. Da hatte ich schon meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben gehabt und das hat dann Vermieter gereicht. Und nicht schlecht. Nicht schlecht, echt nicht schlecht. Aber deine Erziehungsberechtigten mussten noch damals zustimmen, ne? Bei der beim Wohnungsding. Ja, die mussten zustimmen. Ja. Klar, das war ein Problem, weil die wollten nämlich nicht zustimmen. Beziehungsweise gesagt, ja, weißt du was, ey? Ist besser so, als wenn wir uns die ganze Zeit Erzieher im Clinch liegen, ne? Ich hätte einfach so schlimm weitergemacht und so weiter gestritten, bis die gesagt hätten, ja, verpiss dich. Ja, hätte man auch machen können. Ach komm, lieber LKW, ein bisschen PS hast du doch auch unter der Haube, oder? Ups, Schaden 2%. Das war wohl zu viel PS, ne? Schaden habe ich auch 2% und der Trailer 4. Weil die sind mir auf dem Teilstück da am Meer einfach hinten immer auf dem Trailer drauf geknallt. So. Ich gehe jetzt erstmal auf dem Rastplatz pennen. Muss so viele Kilometer raushauen, wie es geht, ey. Ich will gucken, ohne zu schlafen, da hinzukommen. Kannst du machen? Zweimal pennen, ey. Nee, Seefahrt. Das sollte reichen. Weißt du, was ich jetzt mache? Das ist bei mir relativ zentral gelegen, Hardy. Ja, okay, aber ich muss schon zweimal pennen. Ja, ist klar. Ich kann die PKW-Parkplätze nicht zum Pennen nehmen. Ups. Oh, schon? Oder? Nee. Boah, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, hier fängt die neue Map an. Ganz schön heftig. Deswegen auch nur 5 FPS. Kann ich mich hier hinstellen? 5 FPS, Alter. Ja, ich kann mich hier hinstellen. 0 FPS? Was ist denn da los, Junge? Ich würde sagen, wir stehen hier. Boah, das sieht das geil aus hier. Wie gehen denn 0 FPS? Steht da einfach. Aber jetzt geht's. Oh, ist das geil. Jetzt penne ich und jetzt fängt es sofort wieder an zu regnen. Ja, das ist normal, oder? Das ist Standard in ETS. Tja. Ich glaube, ich fahre jetzt aber auch nochmal vorsichtshalber tanken hier. Ich meine, ich habe noch einen halben Tank drin, aber... Man weiß ja nie, ne? Wenn du auf dem Rastplatz stehst, die saugen ja gerne mal den Tank aus. Meine Fahrweise hier, ne, die ist ja nicht gerade die spritsparendste. Meine auch nicht, einfach Vollgas. Dann fahren wir da mal rein, tanken wir uns mal die Hüte mal voll. Ich habe irgendwie Glück, dass ich immer nur Autobahnfahrten habe. Ja, ich habe noch sehr viele Kilometer vor mir. Ja, auch 1500. 1766. Ich bin fast bei der... beim Schiff. Ist nur ein Moment. Na, da wäre ich auch gern schon fast beim Schiff. Oh, da geht aber einiges rein in den Tank hier. Gefahren, ja. Mal für eben 860 Euro getankt, ne? Wow. Ja. Wow. Ja, nicht absterben. Ich weiß, dass ich die Handbremse angezogen hatte. Mein Gott, jetzt kack dich nie in der Hose, ey. Brauchst ja nie ausgehen gleich, du Idiot, ey. Sich ist erlaubt. Och Mann, nicht euer Ernst, wieso? Ja, danke fürs Wegfahren. Egal, 100 ist Minimum, was ich fahre. 100? Ja. Aber bin jetzt bei 98, da habe ich ein Tempomat drin. Warte mal, bis die erste Meldung kommt, dass ich zu schnell bin und dann gehe ich vom Gas. Ups, das war das Mikrofon. Selbst da gehe ich nicht vom Gas. Gibt nur ein Gas und das ist Vollgas. Ja, das stimmt. Es geht richtig schön bergab hier, dann kann ich ja richtig schön aufs Auto. Na gut, es gibt auch noch ein zweites Gas, aber das Wort im Zweiten Weltkrieg benutzt, ne, von dem her. Au, 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 jetzt sind der wir schon wieder schwarz. Bei dem Thema. Der war schwarz. Ja. Genauso wie das letzte Mal, ey. So, Tempomat bei 109 km/h reingeschmissen, optimal, oder? Ja, jo. Klar. Das auf der Landstraße hier.
90 immer noch und ich fahre 120, joa. Bisschen schneller. Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung, alles klar, ich gehe vom Gas. Ach was, Grund noch mehr Gas zu geben. Ah, nur nee, 50. Jetzt ist eine Ausfahrt, weißt du, und damit 120 drauf zu brettern ist auch kacke. Oh ja. Endlich kann ich wieder auf meine rechte Spur. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen schnell. Ach, hier ist ein VW Golf. Hier ist ein VW Golf, sondern möchte gern Ali-Dingens BMW. Schon wieder eine Maut, Alter. VW Golf mit 4er Auspuffanlage. Mehr Krach als Leistung. Ja, du hast aber auch irgendwie mit, mit deiner Maut, ey. Ja. Ja, das hat er. Das waren genau die gleichen Worte, die er letztes Mal zu mir gesagt hatte. Ja, ist so. Genau die gleichen Worte, wo ich gesagt habe, ich war ja an der Strecke, hatte ich ja insgesamt 5 oder 6 Mautstecken. Ich habe jetzt schon 3 in der jetzigen Strecke. Ich habe bisher au, 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 au! Oh, oh. Alles gucke, gell. Nix passiert. Ach, schade. Oh, Maut, gesagt habe. Gleichzeitig auch schade. So, mal gucken, wie viele Mauts habe ich denn noch vor mir? 1. Ihr könnt euch das 3, ja auch schon im 3, Video angucken, ne? 4, ja. 5, 6, Alter. Ich schade, 6 dass man da Mauts keine Punkte kriegt, mir. Wenn man auf 2 Räder fährt. Ja, 2 Radbonus und so. Ich habe noch 6 Mauts vor mir, bis ich zum Ziel bin. Ja, gut. Ich würde mal sagen, das Geld abzocke. Das ist Geld abzocke. Okay, ich bin fast da. Noch diese Maut und dann bin ich schon beim Dingens. Übersee, aber ich habe jetzt auch gerade bestimmt FPS, ey, was ist denn hier los? Ich habe immer stabile FPS. Oh, Sebastian, 6000 Euro Einkommen, ja, da bin ich zufrieden mit. Hat aber auch lange gedauert, bis man wieder heute kam, war. Sebastian ist im Level aufgestiegen, ja. Da ist er zufrieden mit. So, ich kriege jetzt mal eben mit 10 km/h den scheiß Berg hier hoch, ne? Bis nix tun, Geld bekommen, ja geil, gibt doch nichts Besseres. Ja, das stimmt. Der bezahlt dir deine Strafen ab. Ja, richtig. Und mein Sprit und alles. Ja. Junge, wie viele hier stehen. Muss der jetzt reinziehen? Wirklich, muss das sein? Naja, solange der schneller fährt. Erster Aufenthalt in Marseille. Oder kennst du dieses schöne Schild, das weiß ist? Ja, das ist das beste Schild. Das ist doch das einzige, was ich kenne. Ja. Ja. Einfach Gas geben und scheiß auf alles. Ja, richtig. Wie immer. Oh, schöne Serpentin hier, du. Oh, Richtung Milano fahre ich jetzt. Oha. Kenne ich alles gar nicht. Italien. Scheiß auf Erdkunde. Lignano? Milano. 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 Lignano gibt's nämlich auch noch. So, bitte einmal die Karte größer machen. Ein bisschen Erdkunde-Kenntnis habe ich noch. Ja. Nicht wirklich. War ich immer schön auf Urlaub da. Also ich bin jetzt gerade bei 130. Ich bin bei 0, weil ich gerade an der Ampel stand. 135 und Fernlicht an. Oh, LKW-Überholverbot. Bei dir läuft. Habe ich nicht gesehen. Mann, muss ich jetzt die ganze Zeit über Landstraßen fahren? Ich habe keinen Bock, ey. Da sind ja ziemlich kurvenreich, ey, die ganze Scheiße immer. 146. Der Spiegel vorne ist echt praktisch. Da siehst du immer, wie nah du an dem dran stehst. Ja, aber den benutze ich nie, der ist mir scheißegal. Mittlerweile weiß ich da schon ungefähr, wie viel ich noch habe. Ja, das Problem ist, mein Führerhaus ist irgendwie ein bisschen hoch. Ich habe die Sitzposition anders. Fand ich jetzt nicht so geil, dass ich den 3-mal zur Seite geschoben habe und der fast über die Leitplanke geflogen ist. Oh Mann. Oh, Living on a Prayer im Radio. Nice. Der Freddy, der gibt aber mal richtig Stoff. Ja, Freddy und... Ich war bei 150 und hab das Auto von mir weggeschoben. Freddy und ich dürfen ja keine Musik einspielen, wegen GEMA und so. Jo, ne? Oh. Mein erster Unfall hier. Oh, fahr doch nicht so langsam. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich werde zwischendurch erstmal eine Werkstatt aufsuchen. Meckern hilft. Nee, RAM auch. Ja, aber kostet Geld. So. So, dann machen wir wieder Fernlicht an, weil es so dunkel ist. Und die nächste Mauer. Oh, ich muss hier raus, damit ich hier verschiffen kann. Das muss mir mal einer sagen. Aber das ist cool gemacht. Oh, ich war schon wieder auf 2 Reifen.
Ja, wo muss ich jetzt genau hin? Ah, da. Hier rechts. Aber immer so, dass nie was passiert. Bin ich gut, oder? Ja. Jo. Also ich bleib jetzt die ganze Zeit linke Spur mit Fernlicht. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Hallo. Also ich hätte jetzt gerne aber mal eine Autobahn wieder, weil das geht mir jetzt langsam auf den Sack. Ich hätte gerne eine Erklärung, wo ich hin muss. Jetzt pass auf. 120. 125. Eigentlich irgendwo hier. Wo muss ich denn hier hin? Ich verstehe das nicht. Und da hinten kommt schon wieder so ein Schleicher auf der linken Spur. Bin ich jetzt bescheuert? Und da links auf den Parkplatz stellen? Jawohl, verpiss dich auf die rechte Spur. Oder muss ich da reinfahren? Jawohl, komm. Autobahn! Nee. Mit Blinker links noch ein bisschen drängeln? Ich verstehe das nicht. Ich finde das Symbol nicht zum Verschiffen. Oh. Oder muss ich mir einfach nur hier hinstellen? Ah. Komm hier auf die rechte Spur rüber. Na komm schon. Ich glaube, Freddy, wenn wir damit fertig sind, ne? Dann haben wir auch dafür 14 Tage. Für 14 Tage Folgen, du. So eine Scheiße, jetzt habe ich gepennt. Jawohl. Ich wollt doch verschiffen. Wir haben jetzt schon eine Stunde 15 drauf, ne? Auf dem Tacho. Oh. Oh, oh. Ja, Autobahn zu Ende. Umsonst gepennt. Gut. Wie viel? Stunde 15? Stunde 15. Du Scheiße. Ich habe noch 1500 Kilometer. Ich weiß nicht, wo ich hier mal verschiffen kann. Ich finde das Symbol nicht. Das ist einfach nicht da. Aber du bist noch am Aufnehmen, ne? Ja. Ich hoffe, du hast genug Platz auf deiner Platte. Nö, ich hab noch 100 GB Saints Row. Ach, das macht mich hier gerade echt fertig. Ne, da kann ich doch nicht langfahren. Das Spiel will mich verarschen. Mich auch gerade. Boah, die nächste Maut, ich krieg das Kotzen. Komm, lass mich da rüber. Muss ich wirklich hier hin? Hier lang? Hallo, muss ich da lang? Gibt's denn eigentlich keine Autobahn in diesem verfluchten Spiel, wo es eigentlich nur geradeaus geht? Warum regnet es eigentlich immer die ganze Zeit in dem Spiel? Warum muss ich jetzt schon wieder Umfahrung fahren? Ich hab keinen Bock mehr. Die ganze Zeit. Was denn? Ja, die ganze Zeit muss ich die Autobahn wechseln. Und immer dann, wenn du Speed drauf hast. Ich fahr mal hier hoch. Geil, Schaden 5%, das war der Anhänger. Ach, da oben. Da muss mir auch mal einer sagen. Fahren wir mal nach Richtung München hier, ne? Biegt doch noch ein bisschen langsamer ab. Mein Gott, ey. Hat das lang gedauert, ey. Und einmal umsonst gepennt. Schön. Ah, warte mal, da ist eine Werkstatt. Dann fahren wir da mal hin. So. Ist grün? Nee. Endlich. Aufbrechen. Komm, fahr. Verdammt. Fahr da jetzt. Oh, Leute. Na, geht doch. Oh, Gegenverkehr. Gerutscht. auch mal eben auf zwei Reifen durch die Gegend gefahren. Wow. Nö, aber ich bin gerade mit meinem Trailer hängen geblieben. Cool. Ja, das habe ich auch öfters. Beziehungsweise war die Physik gerade irgendwie ein bisschen für den Arsch. Ich bin jetzt gerade über Land gefahren, aber ich kann irgendwie auf der Karte nicht dahin gucken. Auf der großen. Oh, klar, jetzt darf ich natürlich hier noch vorfahren. Warum? So, Wartung. Kann ich mal nach unten gucken. Das ist ja voll dunkel. 8.900 Euro. Na, noch 300 Kilometer, 3.000, genau. Aufrüstung. Ach, dann gucken wir doch noch mal kurz Aufrüstung, so, ne? Was wir so haben. Meine Güte. Die neue Map, ey. Ups. Laptop, damit nimmt man ja auch nicht auf. Tue ich aber trotzdem. Ist sie überhaupt Rechtsverkehr? Da, habe ich mal so ein scheiß Mercedes-Fahrer da mal eben ausgebremst, ne? Echt? Ach, mal was ganz Neues, eine Maut. Oh, cool. Ach, wieder? Ja. Ich noch nur Geld an dir. Ja, 6 Dollar war die, 6 Euro war die letzte Maut. Also, ist ja nichts. Da hätte ich auch die gar nicht erst durchfahren müssen, ganz ehrlich. Mal gucken, was die jetzt fordern. Mein Motor fällt die ganze Zeit aus. Ich komme den Berg hier nicht hoch.
Ach ne, ich will da unten einen CB-Funk drin haben. Hallo, kann ich mir da oben ein Radio einbauen? Radio? Nee. Jetzt bitte fahr den Berg hoch. Was haben wir denn hier oben noch? Das geht doch. Ach, das ist ja geil. So, wie lange? In 6 Stunden muss ich eine Pause machen. Scheiße. Ich glaube, ich kann durchfahren. Ich bin mir nicht sicher. 5 Stunden. Oh, wo kam der denn her? Oh, ich muss auch eine Pause machen. Es sei denn, ich kann jetzt hier mal nur straks geradeaus fahren. Ich habe mir jetzt einen Laptop gekauft.